Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer neuen Kanalvorschau. Im Dezember stellen wir euch diese Spiele hier vor, nämlich Crown of Imara, Just One, Claim, Belrati, City of Rome und A Tale of Pirates. Viel Spaß damit! Belrati ist ein kooperatives Kartenspiel vom Autor Michael Loth. Es ist für 3 bis 7 Spieler ab 9 Jahren, dauert 20 bis 45 Minuten und ist beim Mogel Verlag erschienen. Belrati ist der virtuelle Gegner der Spieler. Er versucht, Fälschungen in die Galerie zu schmuggeln, während die Maler versuchen, ihre Mitspieler, die Museumsleiter mimen, von den Originalen zu überzeugen. Just One ist ein kooperatives Wortassoziationsspiel von den Autoren Ludovic Rudi und Bruno Sauter mit Illustration von Eric Asaguri. Es ist für 3 bis 7 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 20 Minuten und ist bei Repos und Asmodee erschienen. Ein Spieler muss ein Wort erraten. Dafür erhält er von jedem anderen Spieler genau ein anderes Wort als Hinweis. Das klingt einfacher als es ist, denn doppelt genannte Wörter dürfen dem Ratenden nicht gezeigt werden. A Tale of Pirates ist ein kooperatives Spiel von den Autoren Asger Harding Granaroth, Daniel Skoyd Pedersen und Daniele Taschini mit Illustration von Ruslan Audia. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 10 Minuten und bei Cranio Creations und Asmodee erschienen. A Tale of Pirates ist ein echtes Piratenabenteuer. App-unterstützt agieren die Spieler mit einem echten 3D-Schiff, auf welchem sie mit Sanduhren ihre Aktionen anzeigen und durchführen. Claim ist ein Stichspiel vom Autor Scott Elms mit Illustrationen von Mihajlo Dimitrievski. Es ist für genau 2 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 25 Minuten und ist bei White Goblin Games und Game Factory erschienen. Claim besticht durch seine Fraktionen, die jeweils besondere Funktionen mitbringen. Dabei ist das Spiel in 2 Phasen unterteilt, die dafür sorgen, dass dieses Stichspiel zu zweit funktioniert. Crown of Imara ist ein Spiel vom Autor Benjamin Schwer mit Illustrationen von Dennis Lohhausen. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, dauert 45 bis 75 Minuten und ist bei Pegasus Spiele erschienen. Crown of Imara ist ein Worker-Movement-Spiel. Auf 2 unterschiedlichen Rondellen werden Ratsmitglieder bewegt und lösen so Aktionen aus. Kombiniert mit Aktionskarten muss man hier durchaus ein wenig vorausplanen. City of Rome ist ein Spiel von den Autoren Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert mit Illustrationen von Martin Hoffmann und Klaus Stephan. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 60 Minuten und ist bei Abacus Spiele erschienen. Rom wurde nicht in einer Nacht erbaut, sondern in 14 Runden. Zumindest entwirft jeder Spieler bei City of Rome in dieser Zeit seinen Bauplan für das neue Stadtviertel.